Hast du dich schon mal gefragt, ob du bei einem Date der Person in die Augen schaust? Oder vielleicht doch aufs Lächeln? Oder eventuell vielleicht sogar... Okay, lassen wir das. Wo schaue ich beim ersten Date hin? Deswegen habe ich mir den Eye-Tracker gekauft. Und das Ganze werden wir jetzt mit Dating-Simulatoren testen. Denn nicht nur Männer können gaffen. Ach ja, und... Kauf meinen Scheiß. So, und da wären wir. Das erste Date heißt, da habe ich nicht hingeschaut. Nein, da habe ich nicht hingeschaut. Hausparty. Denn bei meinem letzten Date bei Hausparty meinten einige von euch, und ich frage mich, woher ihr das denn wisst, dass es noch einen viel besseren Dating-Part gibt. Und mit diesem fangen wir an. Ich hoffe, ich werde meine Augen nur hier... Egal, fangen wir einfach an. Los. Ich glaube, mir wird jetzt erst bewusst, wie viel ich eigentlich glotze. Schaut mal, wie hysterisch. Oh, okay, es ist natürlich zu... Oh mein Gott, sie hat die gleiche Stimme wie andere Nervige damals. Oh Gott, diese Boobs. Sie hat mich hingeschaut. Also das ist aber echt schwer. Also das Spiel macht es mir wirklich schwer, Leute. Ich soll jetzt irgendwie einen Schlüssel finden. Ich guck dir nur ins Gesicht, weil du so ein hübsches Gesicht hast. Nein, habe ich nicht hingeschaut. Sorry, Mann. Oh mein Gott, da habe ich nicht hingeschaut. Ich habe nicht hingeschaut, das war unfair. Wo ist deine Hose? Und ich versuche nicht hinzuschauen. Ich will die gar nicht reinlassen, Leute. Ich will doch nur ein normales Date. Die kommt mir bestimmt schon wieder so nah wie die andere. Okay, sie sagt quasi, hier ist eine Katze, die muss ich jetzt suchen. Und warum rennt sie so eine gestörte hoch? Ich habe keine Ahnung. Katze? 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 Vielleicht im Ofen? Katze? Da ist jemand allergisch gegen Katzen. Wieso ist dann hier eine Katze? Nehmen wir das mal mit, das ist doch seltsam. Nein, das ist der gleiche Tipp wie vom ersten Teil. Mein Name ist Eduardo und ich werde in demselben Haus, in dem ich meine Freundin in der letzten Folge flachgelegt habe, eine andere Frau flachlegen, denn ich bin ein... Okay, alles klar. Sie hat das mit der Katze erfunden, damit wir hier einbrechen, weil sie ein bisschen Stoff möchte. Und nein, ich habe ihr nicht auf den Arsch geschaut. Jetzt soll ich das Zimmer durchsuchen, damit sie nämlich das Gras hier finden. Was ist eigentlich für ein Date? Ich habe mir eigentlich so ein Date vorgestellt. Also ich bin ja ganz romantisch und ich stelle mir ein Date vor. Ganz romantisch bei einem schönen Abendessen mit Kerzenschein. Man schaut sich nur in die Augen und hat gar nicht die Möglichkeit, jemanden anderen so anzuschauen. Aha, da haben wir es doch. Der Schlüssel ist in der Gitarre. Wer schreibt denn sowas in sein Handy rein? Mädchen, ja, du hast echt hübsches... Was war denn das? Oh Gott, die wollen jetzt... Oh, du stehst immer so hinter mir so nah. Kannst du mal ein bisschen Abstand halten? Ich möchte ein romantisches Date und möchte nicht schon wieder da die ganze Zeit draufglotzen. So, ich glaube, wir haben hier jetzt Schokolade und da ist anscheinend Gras drin. Und das gönnen wir uns doch. Aber nur im Spiel, ansonsten natürlich nicht. Oh Mann, ich kann da... Nach einer Stunde merken die beiden doch etwas und dann wurde es langsam interessant. Ja, weil wir nur Spaß haben können, wenn wir bekifft sind. Tolle Message, Leute, tolle Message. Side of her top. Oh Gott, um Himmels Willen, bitte auf zu reden, Hilfe. Oh Gott, Mädchen, das geht mir zu schnell, verdammt. Oh Gott, ich muss draufschauen, dieser Booty ist einfach zu hübsch. Du musst das nicht tun, verstehst du? Ich schaue dir auch tief in die Augen. Okay, also mal davon abgesehen, dass wir beide in dieses Haus deiner Freundin einbrechen, wir ihre Schokolade, wo Gras drin ist, fressen und du in dem Bett deiner besten Freundin mit mir... Nachdem wir uns gerade mal 5 Minuten kennen, muss ich ganz ehrlich sagen, okay, ich würde sagen, Leute, das Date ist hier beendet. Viel Spaß, Wick. Schnell weg hier, oh mein Gott. Beenden wir das Date hier. Nächstes Date, aber ganz schnell. Coming out on top. Oh ja, Leute, ganz viel Geist. Da seht ihr schon, da drehen die Knuli-Augen direkt durch. Welchen nehme ich denn? Was wäre hier mein Typ? Ich glaube, der da wäre. Das ist ein bisschen Devil May Cry. Den will ich daten. Der gefällt mir. Knurella. Das ist doch ein schicker Name. And your last name? Semmelbrösel. Okay, das sind meine Mitbewohner. Ich muss etwas euch sagen. I'm gay high five. Sollen wir es einfach ihm sagen? Ich meine es ernst. Oh, er hat sich vor seinen besten Freunden geoutet. Oh, ist das süß. So, jetzt möchte ich aber jemand daten. Oh, hallo. Nein, habe ich nicht hingeschaut. Behaarte Brust. Trotzdem kann man hinschauen. Also generell darf man eigentlich keine Getränke annehmen von anderen. Aber in dem Fall würde ich sagen, wegen seiner starken Behaarung machen wir das mal. Aber wo ist der Typ von vorhin, den ich wollte? Vom Startbild, verdammt. Ja, auf jeden Fall. Ich gebe dir meine Nummer. Sure, hier, komm direkt. Wir nehmen alles mit, was geht. Tschüss. Oh Mann, er geht. Schade. Das war so vielversprechend. Tinder. Oh, der sieht doch genau... Oh mein Gott, das ist der. Oh mein Gott, ich habe meinen Lehrer gedatet. Oh mein Gott, ich habe meinen Lehrer gedatet, um Himmels Willen.
Das kann doch nicht gut ausgehen, oder? Ich habe ihn nur auf die harte Brust geschaut. Ist alles in Ordnung. What the bullshit? Sounds like... Oh Gott, was sind das für Geräusche? Wetten, es ist ein... Oh mein Gott, das ist er! Oh, er hört laut Musik. Oh mein Gott, hallo. Den will ich haben, hi. Nicht hinschauen, nicht hinschauen, nicht hinschauen. Ich behaupte mal, ich bin's, der ihm geschrieben hat. Vielleicht geht dann was. Oh mein Gott, ich gehe zu ihm ins Haus rein. This is a mistake. Get naked. Er schlägt mich. Leute, er schlägt mich. Was? Hilfe, ich will nicht hingucken. Nein! Warum enden die Dates immer so? Okay, zwar ist aber echt meine Schuld. Ich hab's echt geforst, aber der Typ steht auf Gewalt. Hot Date. Das hört sich schon mal sehr gut an. Heißes Date. Mhm. Howdy. Was? Hey, hey, nice to meet you. My name is Thelma. You are... Was? Ich date einen Hund? Oh mein Gott, sag bitte, das ist doch das perfekte Date. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Hier sind Kerzen. Und ganz romantisch schaut man sich in die Augen. Und es ist zwar ein Hund, aber scheiß drauf, wo die Liebe hinfällt. Nice to meet you, sagen wir mal. Yeah, I'm sure it is. Ach, süß. How old are you? Wie alt bin ich denn? Ich bin ein Hund, also bin ich vielleicht 5? Wow, 5. Das ist unerwartet. Würdest du gerne die Zeit zurückgreifen? Never back. Immer nach vorne. Die Past. Oh, die Vergangenheit hält uns zurück. Die Zukunft ist das, was wir noch haben. Boah, der Hund ist deep. Ach so, das ist Speed Dating. Name. Boah, ist der gelangweilt. Das ist ja lustig. Sausage. Seriously? That doesn't even sounds like a name. Whatever. Aber was ich arbeite. Hier. Me too. Auf jeden Fall, da datet man immer Speed-Dates und datet immer neue Hunde, aber sehen alle gleich aus. Ach, egal. Auf jeden Fall, Leute, ich würde sagen, das Experiment ist geglückt. Ihr habt gesehen, wo ich drauf geglotzt habe. Schreibt in die Kommentare, wie oft ich auf Körperstellen geglotzt habe, auf die man vielleicht nicht glotzt. Ich bin gespannt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Ruf nach oben da. Wenn ihr weitere Eye-Tracker-Videos wollt, denn ich habe noch sehr viele geile Ideen, schreibt es in die Kommentare, lasst gerne ein Abo da. Und ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen und ade mit E. War wie immer lustig und schön.